Eine Stunde Klassik. Der Münchner Pianist und Musikdurchdringer Jürgen Plich stellt jetzt und jeden kommenden Dienstag um 20 Uhr große klassische Musik vor. Er teilt seine Hör- und Spielerfahrung und seine persönliche Sicht auf die Meisterwerke. Er spielt selbst besondere, unbekannte Aufnahmen, erklärt, warum die Musik so und nicht anders klingt und hat eine Menge aus dem Leben der Komponisten zu erzählen. Jetzt eine Stunde Klassik. Radio München. Liebe Hörer, willkommen zu einer Stunde Klassik. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Lalelu. Vor dem Bettchen stehen zwei Schuh und die sind genauso müde. Gehen jetzt zur Ruh, dann kommt auch der Sandmann. Leis tritt er ins Haus, sucht aus seinen Träumen dir den schönsten aus. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Ja, der Mond, dieser angeblich graue, leblose Satellit, der die Erde umkreist, der hat schon immer einen ganz besonderen magischen Reiz ausgelöst. Ob dafür ein Mann im Mond verantwortlich ist, wie Heinz Rühmann hier in dem Film, wenn der Vater mit dem Sohne sang? Das Lied ist übrigens komponiert von Heino Gaatze, einem komponierenden und dichtenden Rechtsanwalt, und kam 1951 zum ersten Mal heraus, gesungen von Lonny Kellner und René Carol. Diese Originalversion erspare ich Ihnen aber, weil sie allzu kitschig ist. Das silberweiße, manche Menschen süchtig machende, merkwürdige, ich vergessene Seelenzustände hervorrufende Mondlicht hat Musiker immer wieder zu Kompositionen angeregt. Und dass das Besingen desselben per se kitschig sei, hat man auch diesen Stücken immer wieder vorgeworfen, meist zu Unrecht. Manche Werke klingen auch nur so, als müsse der Mond bei der Entstehung eine Rolle gespielt haben, obwohl das wahrscheinlich gar nicht stimmt. Da gibt es zum Beispiel eine Sonate für Klavier in Cis-Moll von Ludwig van Beethoven, die im 19. Jahrhundert der Pianist Karl Reinecke einmal vor einer Monarchenfamilie zu spielen die Ehre hatte. Ich glaube, es war die russische. Reinecke erzählt nun in seiner Autobiografie, nachdem er diese Cis-Moll-Sonate beendet hatte, zeigte sich die königliche Familie zwar sehr beeindruckt, ließ aber fragen, ob er nicht vielleicht doch auch jene berühmte Mondscheinsonate spielen könne, die man sich eigentlich gewünscht habe. Nun war es an ihm, möglichst diplomatisch zu erklären, dass eben jene Sonate soeben erklungen war. Es heißt, den Titel Mondscheinsonate, der sich eigentlich nur auf den ersten Satz beziehen kann, den habe der Dichter und Musikkritiker Ludwig Rellstab erfunden. Dieser war übrigens kein unbedeutender oder oberflächlicher Mann. Schubert vertonte 10 seiner Gedichte, von denen sich 7 im Zyklus Schwanengesang finden. Hier ein Zitat. Rellstab vergleicht dieses Werk mit einer Barke, mit der er beim Mondschein die wilden Seiten des Vierwaldstätter Sees in der Schweiz besuchte. Der Spitzname Mondscheinsonate, der vor 20 Jahren in Deutschland Kenner zum Schreien brachte, hat keinen anderen Ursprung. Dieses Adagio ist eher eine Totenwelt. Napoleons Epitaph in der Musik, Adagio sulla morte d'un eroe, Adagio auf den Tod eines Helden. Zitat Ende. So kann man es lesen in einem Buch des Beethoven-Forschers Wilhelm von Lenz.
Hören Sie nun die Mondscheinsonate in der phänomenalen Interpretation des französischen Pianisten Samson François, dessen 100. Geburtstages die Musikwelt am 18. Mai gedenken konnte. Er starb schon 1971, nicht einmal 50 Jahre alt, wohl weil sein Lebenswandel sehr, in Anführungszeichen, künstlerisch und sehr wenig solide war. Dass Beethovens Sonaten, wie man bei Wikipedia lesen kann, ihn gelangweilt hätten, kann man beim Anhören dieser 1963 entstandenen Aufnahme kaum glauben.
Samson François spielte Beethovens sogenannte Mondscheinsonate, nämlich die Sonate in Cis-Moll, Opus 27, Nummer 2. Liebe Hörer, Johann Wolfgang von Goethe schrieb 1778 ein wunderschönes Gedicht mit dem Titel »An den Mond«. Heilende Kräfte werden hier dem Mond zugeschrieben. »Lösest endlich auch einmal meine Seele ganz«, heißt es, und »breitest über mein Gefild lindernd deinen Blick, wie des Freundes Auge mild über mein Geschick.« Die wunderbaren letzten Zeilen des Gedichtes beschreiben, wie sich unter dem Einfluss des Mondes die gequälte Seele in eine Einsamkeit zurückzieht, die aber nichts Quälendes mehr an sich hat. Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt, was von Menschen nicht gewusst oder nicht bedacht, durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht. Wir hören nun gleich eine herrliche Vertonung dieses Goethe-Gedichtes von Anton Urspruch. Dieser bedeutende spätromantische Komponist, Liszt-Schüler und später am Konservatorium in Frankfurt am Main lehrend, lebte von 1850 bis 1907. Ich kam mit seinen Liedern Mitte der 1990er Jahre in Berührung, als ich die Münsteraner Sopranistin Heike Halaschka begleitete, die sie sang. Hier hören wir eine Aufnahme mit Sibylla Rubens und Karl Martin Buttgereit. Endlich auch einmal mein
Sibylla Rubens, Sopran und Karl-Martin Buttgereit am Klavier hörten Sie mit »An den Mond«, dem Goethe-Gedicht, vertont von Anton Urspruch. Auch Johannes Brahms hat bereits als junger Mann den Mond besungen, man kann sagen auf etwas kuriose Art. Seine erste Klaviersonate, das ist sein noch in Hamburg vor jedem größeren öffentlichen Auftreten komponiertes späteres Opus 1, diese Sonate also enthält als langsamen Satz ein sogenanntes altdeutsches Minnelied mit drei Variationen. Brahms hat es sicherlich in einer der Volksliedsammlungen Anton Wilhelm von Zuccarmaglios gefunden, die er schätzte. Der Text ist aufgeteilt auf einen Vorsänger, den Brahms unbegleitet einstimmig singen lässt, und einen Chor. Der Vorsänger singt »Verstohlen geht der Mond auf«. Der Chor antwortet, blau, blau, Blümelein. Vorsänger, durch Silberwölkchen geht sein Lauf. Chor, blau, blau, Blümelein. Der Chor singt nun weiter, Rosen im Tal, Mädel im Saal, o schönste Rosa. In Brahms erster Variation scheint sich der Mond etwas zu verdunkeln. In der zweiten hören wir das Thema nur schattenhaft im Bass, konterkariert durch wunderschöne, wirkliche Silbertongirlanden im Diskant, und in der dritten singt sich der Barde voll leidenschaftlich aus. Es spielt Grigori Sokolow.
Dies war der zweite Satz, die Variationen über Verstohlen geht der Mond auf, aus der Klaviersonate Opus 1 in C-Dur von Johannes Brahms. Es spielte Grigori Sokolow. Sollen wir auch dieses Werk vielleicht zukünftig Mondscheinsonate nennen? Eine Sendung über Mondschein kann nicht auskommen ohne die französische Variante Clair de Lune. Am berühmtesten ist das Clair de Lune aus Claude Debussys 1890 komponierter Suite Bergamasque für Klavier. Weniger bekannt ist, dass dieses Stück von einem Gedicht gleichen Titels von Paul Verlaine inspiriert wurde und dass Debussy dieses Gedicht auch, und zwar sogar zweimal, für Singstimme und Klavier vertont hat. Und nicht nur das, dieses Gedicht und die Stimmung, die es verbreitet, lag damals im späten 19. Jahrhundert anscheinend so in der Luft, dass es außer Debussy auch andere Komponisten vertonten, wie zum Beispiel Gabriel Fauré. Wir machen das jetzt so, liebe Hörer. Zuerst hören Sie die Vertonung von Gabriel Fauré, dann lese ich Ihnen die deutsche Übersetzung des Gedichttextes von Stefan Zweig vor, dann hören wir eine der beiden Vertonungen von Debussy und zum Schluss erklingt dann das Instrumentalstück aus der Suite Bergamasque. Allerdings, da wir heute schon wieder so viel Klavierklänge gehört haben, in einer Orchestrierung des kongenialen Dirigenten Leopold Stokowski mit dem Philadelphia Orchestra. Und dass ich Ihnen von den Liedern wieder einmal verrauschte historische Aufnahmen präsentiere, das geschieht mit voller Absicht. Denn Sie sollen einmal hören, wie anders als heute solche Interpreten musizierten, die noch in Tuchfühlung standen mit den Komponisten des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das ist die erlesene, noble Gesangskunst der damaligen Zeit. Hören Sie zunächst Charles Panzera mit der Klavierbegleitung seiner Ehefrau, später dann beim Debussy Maggie Tate mit Alfred Cortot am Klavier. So, los geht's mit unserem kleinen Clair de Lune Potpourri.
Mondschein. So seltsam scheint mir deine Seele wie ein Park, durch den ein Zug von Masken flimmert. Doch Tanz und ihrer lauten Melodie verbirgt nur Schmerz, der durch die Masken schimmert. Von Liebe singen sie, bespöttelnd ihr Geschick, doch Mollklang macht das lose Klimpern trüber. Es scheint, sie glauben selbst nicht an ihr Glück, und leise rinnt ihr Lied in Mondschein über. Im Mondschein, der sanft traurig, blass und blank die Vögel träumen lässt, hoch in den Bäumen, und schluchzen die Fontänen, dass sie schlank und schauernd in die Marmorschalen schäumen. Vater, rame, tate,
Sie hörten Clair de Lune in verschiedenen Vertonungen und Interpretationen, zum Schluss das Philadelphia Orchester unter der Leitung von Leopold Stokowski mit seiner Orchesterbearbeitung des Klavierstücks Clair de Lune aus der Suite Bergamasque von Claude Debussy. Herzliche Grüße und bis zur nächsten Woche. Ihr Jürgen Plich. Das war eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20 Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung. Nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomünchen.net. Radio München.